Willkommen, Freunde, bei Wattra.Bike. Ich hatte die Option, dass ich ja letztes Jahr in Girona war und durfte schon das neue Flight Attendant Fahrwerk ausprobieren. Und da durfte ich ja letztes Jahr schon ungefähr vor 11 Monaten schon mal das neue System halt fahren, was ja wirklich extrem cool war. Jetzt war ich vor einer Woche in Alicante und wir haben was Neues mit dabei. Und zwar kennt ihr mit Sicherheit alle diese Kiste hier, glaube ich. In dieser Kiste ist nämlich das neue System von SRAM drin. SRAM kennen wir ja alle mit der Eagle Access Gruppe. Jetzt haben sie noch einen draufgehauen und zwar mit der Transmission Gruppe. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal den Inhalt komplett zusammen an. So, hier ist sie, die neue X0 Kurbel, neues Design, komplett überarbeitet, nur noch als Aluminium-Variante verfügbar, nicht mehr als Carbon, ist aber auch nicht wesentlich schwerer. Wir haben gestern beide Kurbelarme genommen und inklusive der zwei Bashguards, die wir halt haben und des Kettenblatts auf die Waage gelegt und wir waren knapp über 700 Gramm, was wirklich gut ist und man hat eigentlich nichts mehr zu bemängeln, außer es ist einfach schön geworden. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, du kannst ja nicht jedes Jahr oder alle 2 Jahre ständig neue Parts kaufen, nur weil die meinen, wir machen neue schöne Kurbeln, Kettenblätter, was auch immer. Ich meine, das ist jetzt nur die Kurbel. Pass mal auf, was gleich kommt, wenn ich euch das neue Schaltwerk halt zeige. Dann geht's ab. Ja, und wie ihr halt seht, die klassische Aufnahme. Ihr könnt jetzt die Bashguard an- und abschrauben, neues Kettenblatt, Design, neue Aufnahme halt, so dass ihr dementsprechend bei dieser Kurbel auch einen Powermeter fahren könnt, um das halt nachzurüsten, um zu gucken, wie viel Power du wirklich halt im Bike übertragen kannst, um halt ein bisschen zu trainieren, wie auch immer halt diese Option gibt. Ich denke mal, die meisten Fahrer interessiert es, glaube ich, nicht so. Denen ist es, glaube ich, egal. Die sagen, jo, ich habe eine Kurbel und dann geht es halt bergab. Wie gesagt, das neue Design halt wirklich extrem schön gemacht. Eigentlich sollte ich das nur in die Kamera halten. Gut, eigentlich brauche ich nichts viel zu erzählen, weil es einfach echt schön geworden ist. Wir haben eine neue Kettenlinie bekommen. Die Kurbeln werden auch etwas breiter. Dadurch, dass diese Transmission-Serie, die wir halt hier haben, haben wir eine neue Kettenlinie bekommen, weil es natürlich alles schmaler, filigraner wird. Und ja, deswegen sehen wir doch mal hier, zeige ich mal. Und zwar gibt es hier die Dub-Wide-Variante. Das heißt, ihr könnt immer noch das alte Innenlager fahren. Könnt aber dementsprechend mit anderen Spacern das neue System halt schon auf euren Bike montieren und halt damit Gas geben. Das funktioniert. Das ist wirklich sehr gut, um einfach die neue Kettenlinie halt fahren zu können und wirklich auch die beste Schaltperformance halt zu bekommen. Wie gesagt, das ist die Kurbel X01. Der neue Controller. Damit schaltest du ab sofort deine neue SRAM Transmission Serie. Kleiner, schicker, schlichter und noch eine viel, viel bessere Haptik, womit du unterwegs sein kannst. Ich bin es halt schon gefahren und ich fand es extrem cool. Ich habe noch keine genaue Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber es fühlte sich erstmal so ein bisschen an wie so ein PlayStation Controller Gefühl halt. Wenn du nämlich mal guckst, siehst du richtig, wie die Buttons, oh, so jetzt, herausstehen, die man halt gut drücken kann. Ich war immer ein Freund von den klassischen ersten Controller, wo ich meinen Daumen reinlegen konnte und konnte halt hoch und runter schalten. Jetzt, der neue Controller ist auf jeden Fall eine Alternative, dass ich sage, den brauche ich, den kann ich auch mit meiner vorhandenen Serie, die ich halt habe, kombinieren. Wie man sieht, die Buttons stehen etwas heraus, kann die aber halt variieren. Das ist total easy. Und zwar könnt ihr einfach hingehen und die Buttons halt herausnehmen und halt andere montieren, je nachdem welchen ihr fahren möchtet, konvex oder konkav, könnt ihr wirklich extrem viel einstellen und eine Menge Spaß mit haben. Und ansonsten halt
mal eben umgesteckt. Total simpel. Der neue Controller, der deine Access-Schaltung zu einer Menge Spaß bringen wird, sag ich dir jetzt schon. Die Kassette, neuer, schöner Design, wurde etwas überarbeitet und neue Abstufung. Ihr habt nach oben hin die leichteren Zähne neu bekommen. Und zwar das Größte ist halt immer noch klassisch 52 Zähne. Danach kommt die 44 und die 38. Früher, soweit ich das gesehen habe, war es nämlich die 42 und 36er Variante. So haben sie es halt ein bisschen angepasst, um halt einfach nochmal deine Schaltperformance bzw. dein Fahrspaß noch ein bisschen zu optimieren. So sieht es nämlich aus, die neue Kassette. Wie ihr seht, über diesen roten Ring kann man, oder ist quasi die Einstellhilfe. Ich würde sagen, dazu müssen wir nochmal ein separates Video machen, wie man diese komplette neue Schaltung halt montiert und einstellt. Aber ja, das ist schon wirklich schön, oder? Ich meine, wir kennen das ja, die SRAM-Geschichten, das ist schon wirklich extrem cool, aber die neue Geschichte halt davon extrem schön geworden halt. Ist auch alles schmaler geworden, die Kette ist schmaler geworden, die Kassette ist schmaler geworden. Es wandert auf der Narbe alles ein bisschen heraus, sodass wir dementsprechend, wie ich ja gerade schon sagte, eine neue Kettenlinie halt bekommen von 52,5 auf 55 mm. Um einfach zu gewährleisten, dass die Schaltperformance noch besser wird und die Kette nicht mehr so extrem schief laufen muss. Deswegen haben wir natürlich auch eine neue Kettenlinie halt bekommen. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt ihr vorbei und guckt euch das im Laden mal an. Wir werden es halt ausstellen. Mal gucken, ob wir das irgendwie auf einen Rad montieren werden, um zu gucken, dass wir das mal fahren lassen. Wir müssen mal schauen. Wie gesagt, die neue Kassette. Auch klassisch 1052, immer noch mit dem XD-Freilauf kombinierbar. Allerdings nicht, bitte nicht probieren, es ist nicht mit deinem vorhandenen Access-Schaltsystem kombinierbar, weil es schmaler geworden ist und die Kette ist auch schmaler geworden. Es wird nicht funktionieren. Ich denke, die meisten Leute werden wieder hingehen, das irgendwie probieren. Ja, es wird nicht richtig gut funktionieren, auf keinen Fall. Und was natürlich halt hier noch bald geil ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr könnt jetzt schalten, fast wie ihr wollt. Ich bin ja in Alicante bin ich ein E-Bike gefahren und da war die Gruppe halt drauf und die haben auch zu ihm gesagt, hör mal, setz dich drauf, fahr einfach. Aber erstmal musst du ja im Kopf den Schalter umstecken, dass du überhaupt schaltest, wenn es halt bergauf geht. In der Regel hast du es ja nicht gemacht. Du hast dich ja draufgesetzt, bist losgefahren, hast gesehen, okay, da kommt eine Steigung, wie immer, hast vorher geschaltet. Jetzt? Völlig egal. Setz dich drauf, da kommt eine Steigung, okay, dann schalte ich, weil die Kassette ist auch komplett überarbeitet worden. Ich muss mal kurz gucken, ob wir das hier drauf bekommen. Wenn ihr nämlich seht, bei knapp jedes dritte Ritzel hat nämlich eine kleine Kerbe bekommen, wie so eine Art Narrow-Ride-System, so, dass die Kette noch mal besser hoch bzw. auch besser runter schalten kann. Und durch die neue Beschichtung, die wir halt bekommen haben, haben wir auch einfach kein lautes Einfahren mehr. Knacken, knarzen, wie auch immer, hatten wir am Anfang immer wegen der Beschichtung. Aber wie ihr halt sehen könnt hier oben, diese kleinen Kerben, ist das wirklich extremst leise geworden. Selbst auf meinem Testbike, das Leben, was ich halt hatte, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, das ist das. Kassette, ich würde sagen, jetzt ab zum Schaltwerk. Das Schaltwerk, SRAM X01 Schaltwerk für die Transmission Serie, ist nur kompatibel mit der Kette und der Kassette. Nur das System könnt ihr kombinieren, weil das aufeinander abgestimmt ist. Nur so. Ihr habt keine Einstellschrauben mehr am Schaltwerk. Das System weiß, wie es zu stehen hat, wenn du Fahrradrahmen X halt zur Hand hast. Du musst allerdings halt einen Rahmen haben, beziehungsweise ein Fahrrad, wo ein UDH-Schaltwerk montiert ist, damit du einfach das Schaltwerk auch montieren kannst. Dein UDH-Schaltwerk kommt raus, dann nimmst du dementsprechend halt das Schaltwerk, schiebst es über den Rahmen, dann wird es festgeschraubt
und die Achse nimmt die komplette Last halt auf. Früher war es ja immer so, dass du dein Schaltauge hattest, was ja auch quasi die Sollbruchstelle war. Wenn irgendwas passiert ist, konnte das halt wegbrechen. Brauchst du hier nicht mehr, weil das Schaltwerk ist so gearbeitet, aus einem Teil gefräst hier oben bzw. geschmiedet worden, dass du halt einfach das System in den Rahmen steckst und die ganze Last, die von außen kommt, geht auf die Steckachse, die sich über den kompletten Rahmen halt verteilt und kann halt bis zu 600 Kilo ungefähr aufnehmen. Also das heißt, ich könnte mich da locker draufstellen und es würde eigentlich nichts passieren. Und ich meine, die Leute, die ein Axis-Schaltwerk fahren, wissen, dass das Schaltwerk auch eine Art Schutzfunktion hat. Das heißt, kommen Schläge von außen, kann das Schaltwerk nach innen oder andersrum kann das Schaltwerk auch nach außen gehen, sodass es dementsprechend einen kleinen Schutz mit integriert hat. Mega. Ich bin es gefahren und wie ich ja schon sagte, beim Controller bzw. Kassette, du kannst schalten, wenn du möchtest. Umso mehr du schaltest, umso mehr Druck drauf kommt, umso besser ist dementsprechend auch die Performance halt einfach. Das muss man wirklich mal erfahren. Man muss sich wirklich mal drauf setzen und das System mal probieren. Ich bin ja wie gesagt in E-Bike gefahren und egal, wir hatten wirklich ein paar Prozent Steigung. Du hast einfach im Stehen kurz dich draufgesetzt, losgefahren, geschaltet, was du ja früher nicht gemacht hast. Das war ja eigentlich schon fast tödlich, wenn du gesagt hast, okay, ich schalte einfach mal in der Steigung oder halt beim Wiederaufsteigen, wie auch immer, hast du nicht gemacht einfach. Hiermit geht es. Draufsetzen und losschalten. Umso mehr Druck drauf kommt, umso mehr Performance bekommst du halt einfach. Das ist wirklich so. Knacken und Knarzen minimiert sich sehr, sehr stark runter. Ich bin natürlich ein E-Bike gefahren, da kannst du natürlich immer noch mal ein bisschen Sound haben auf dem klassischen Biorad. Völlig egal. Komplett fahrbar. E-Bike freigegeben. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das wirkt extrem cool. Solltest du das auch mal das Schaltwerk vielleicht mal kaputt fahren, wie auch immer sagst, yo, ich muss das reparieren lassen, kannst du halt hingehen und wie du hier siehst, hier unten haben wir verschiedene kleine Schräubchen, so dass wir das Schaltwerk relativ weit auseinanderbauen können, um es selbst zu reparieren, wenn mal was kaputt gehen sollte. Und noch ein Highlight ist, wenn du zum Beispiel Schaltwerkkäfig kaputt hast, kein Problem. Achtung, zwei Teile. Das ist ein Schaltwerkkäfig, kannst du komplett nachbestellen aktuell. Aktuell gibt es den erstmal nur als kompletten Käfig. Ich denke, das wird sich über das Jahr mit Sicherheit verteilen, dass du auch einzelne Teile nachbestellen kannst, so wie Röllchen, wie auch immer halt. Aber das sind die zwei Teile. Wenn du mal unterwegs bist, sagst, oh, Schaltkäfig kaputt, gehst du quasi in den Store und fragst nach, habt ihr den halt da, steckst ihn ineinander, drehst das zusammen, hakst das halt einmal ein und hast wieder ein Schaltwerk, um halt damit Gas zu geben, montieren und los geht's halt. Ne? Also wirklich extremst geil geworden, muss man ganz klar sagen. Wir müssen mal gucken, wir haben diese Kiste hier auch bekommen, wir schauen mal, was wir damit machen. Vielleicht könnt ihr uns einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet, mal so ein System vielleicht mal für eine gewisse Zeit lang zu testen. Hast du die Option? Können wir das an deinem Bike halt montieren? Hast auch mal Bock, das mal wirklich über eine gewisse Dauer zu fahren? Kannst du uns einen Bericht dazu sagen, wie auch immer? Ja, wir müssen mal gucken, was wir damit machen. Aber ich denke, erstmal ist das wirklich schon extrem cool. Das war ja auch die Kiste, die wir quasi mit euch auf Instagram aufgepackt haben. Hast du auf jeden Fall rumgedreht. Ja, das wird schon. Damit die Spannung erhöhen. Ja. Ach, guck mal, dann muss hier feste drücken, weil ein bisschen fester, dann geht das. Ja, siehst du? Schrauben bleibt keiner jetzt. Guck mal, die ganze Kiste kommt schon. Ich könnte mir sie direkt ans mein Rad montieren und direkt losfahren. Da würde ich sagen, geil, ich brauche mal eine Woche Urlaub, ich bin mal eben weg. Ja, eigentlich hatte ich immer einen Cut gemacht, aber hier ist noch die Kette. Die neue Kette. Ich wollte ja die ganze Zeit schon immer die neue Kette haben, und zwar die neuen Ketten aus dem Rennradbereich. Diese Flat-Top-Ketten, soweit ich weiß, nennen sie sich ja. Ich packe das mal eben hier aus. Und zwar schwarz. X01 Kette in schwarz. War ja immer wieder gewünscht für Custom Bikes, wie auch immer. Jetzt endlich in schwarz. Kurz gucken, ob wir das hier drauf kriegen. Oh, ich muss einmal aus dem Bild gehen. Gar nicht mal so einfach, die Kette drauf zu kriegen. Nein. Komm schon. Will nicht. Ist gar nicht mal so einfach. Ich meine, ich blende euch ein paar Sachen halt ein. Zack. Nein, will er nicht. Will er nicht. Schade. Auf jeden Fall, wie ihr seht, komplett gerade oben. Dementsprechend ist die Kette wesentlich stabiler geworden halt einfach.
stabiler, schmaler, steifer und hält länger. Man hat uns gesagt, dass diese Kette wesentlich länger halten sollte als diese klassischen Ketten, die wir halt haben. Ich bin mal gespannt, wenn wir es montiert haben, wenn wir einfach mal einen Langzeittest haben. Deswegen müssen wir mal gucken, wie lange hält diese Kette, wie hoch ist der Verschleiß wirklich nach 500 Kilometern, nach 1000 Kilometern, 1500 Kilometern, wie sieht der Verschleiß halt aus. Also neue Kette auch, nur kompatibel mit der Kassette. Die Kassette, die Kette und das Schaltwerk. Das ist ein System, das müsst ihr mindestens haben. Controller ist jetzt dabei egal, weil ihr könnt auch sagen, ihr nehmt euren alten Controller. Aber wenn ihr dieses System habt, könnt ihr auf Transmission umbauen. Dann geht es halt wirklich sehr gut und bringt euch eine Menge Spaß auf jeden Fall. Ja, das ist das, das, das. Wie gesagt, das ist unsere Kiste gewesen, die wir bekommen haben. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank an die Firma SRAM, an den Christoph Center, die uns immer eine Menge Spaß bereiten. Egal, ob wir in Girona sind, ob wir jetzt in Alicante halt waren. Hat mega viel Bock gemacht. Soweit ich gesehen habe, Firma RockShox, beziehungsweise RockShox sage ich so, Firma SRAM, kommt zu uns zum Season Opening. 22. April von 10 bis, ja, 10 bis 18 Uhr sagen wir in der Regel, müssen wir mal gucken, wie das halt hinhaut. Kommt vorbei, schaut euch das an. Wir haben die Gruppe hier. Ich denke, die Firma SRAM wird auch Gruppen mitbringen, um euch das zeigen zu können. Wir müssen mal gucken, ob wir bis dahin noch vielleicht irgendwie ein Testbike haben, wo man vielleicht mal die Gruppe montieren kann. Müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber erstmal ist das das neue System. Wie ich sagte halt, den neuen Controller, ich muss immer wieder das Schaltwerk halt in der Hand nehmen, weil es macht so viel Spaß, damit halt einfach zu fahren. Diese ganzen Feature, ich muss mal gucken, ich hatte nämlich auch eine Menge aufgeschrieben gehabt, weil ich stand nämlich da in Alicante und war völlig überfordert, was es da alles gibt. Ich meine, neue Kurbelarme halt, endlich fürs E-Bike, dass du deine X01-Gruppe montieren kannst, XX1-Kurbel, also wirklich eine Carbon-Kurbel, eine Alu-Kurbel halt, habe ich noch irgendwas aufgeschrieben gehabt, Powermeter, Nachrissbar, es gibt auch noch verschiedene andere Gruppen, es gibt ja die X01-Gruppe, die wir halt hier haben, dann gibt es noch eine XX1-Gruppe und eine XX1-SL-Gruppe für die Leute, die wirklich halt richtig leichtes Zeugs halt an ihrem Bike halt haben wollen, nicht fürs E-Bike freigegeben, die XX1-SL-Gruppe, also bitte nicht aufs Mountainbike montieren. Klar, passt, ist aber nicht freigegeben fürs E-Bike. Für die klassischen Biobiker unter uns auf jeden Fall machbar. Habe ich sonst noch hier was aufgeschrieben? Click and Fire nennt sich das neue Design vom Crawler. Genau, Click and Fire ist eigentlich ein schönes Wort. Click and Fire, Hälfte leichter geworden. Multishift ist auch natürlich einstellbar. Leider ist diese App aktuell noch nicht online, sodass ich sie euch zeigen kann. Ich kann mal gucken, vielleicht kann ich es noch hinzufügen. Aber ansonsten, wenn ihr halt ein Access-System habt, werdet ihr sehen, dass die neue Software halt auch schon online ist. Habe ich sonst noch was? Powermeter habe ich euch erzählt. Ist nichts, nein. Schaltwerk ist auch egal. Wie man das Schaltwerk montiert, die komplette Gruppe, werden wir separat filmen. Ich hatte mir vorgenommen auf meiner Liste, dass ich das euch erzähle. Es macht keinen Sinn. Wir müssen es komplett aufnehmen, filmen, damit ihr seht, okay, so und so wird das Schaltwerk montiert, so wird es eingestellt, welche Kette brauche ich, beziehungsweise Kettenlänge, welches Schaltwerk, um auf mein Enduro-Bike, auf mein Canyon-Bike, Track-Bike, was auch immer, die Gruppe zu montieren, damit es wirklich optimal halt läuft. Habe ich sonst noch was? Austauschbarkeit, Reparierbarkeit habe ich euch erzählt. Man kann das Schaltwerk wirklich sehr weit auseinandernehmen und selbst reparieren. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Die neue Abstufung haben wir halt auch. Wir sind halt von 36, 42, 52 Zähne auf 38, 44, 52 gegangen, sodass wir dementsprechend nach oben auch noch eine andere Range haben, was sich wirklich bemerkbar gemacht hat beim Fahren, weil wir hatten ja die Tour, die ich gefahren bin, waren knapp 40 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmeter. Du hast schon gemerkt, dass es wesentlich entspannter halt einfach waren zu schalten, muss man ganz, ganz klar sagen. Habe ich sonst noch irgendwas hier, bevor ich euch verabschiede? Ne? Ich sag mal, nein, die anderen Sachen würde ich einfach sagen, die blende ich euch einfach immer wieder rein, weil es ist, nach außen hin ist es nur eine Schaltgruppe, wenn man aber mal sieht, was das für eine riesen Nummer hat, was alles neu gekommen ist, ob es der Controller ist, ob es die Option ist, halt verschiedene Sachen halt einzustellen. Das ist ein riesen Ding. Da könnte ich, glaube ich, jetzt irgendwie noch eine Stunde erzählen und ich hätte wahrscheinlich immer noch nicht alles. Und ich könnte auch nicht alles zeigen, weil ich einfach noch nicht alles zur Hand halt habe. Habe ich sonst noch irgendwas hier? Mehr Last aufs Pedal, besser schalten, leiser geworden. Ja, hatte ich euch gesagt. Ne,
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nur denkt dran bitte, die neuen Systeme sind nicht kompatibel mit dem alten Access-System. Wenn ihr euch ein System nachrüstet, dann wirklich komplett. Oder muss halt immer ein kleines T drauf sein, dass es dementsprechend für die Transmission-Serie steht. Dann ist es kompatibel, weil die Ketten schmaler geworden sind. Die Kassette hat eine andere Abstufung bekommen. Die ist auch schmaler geworden. Die ist weiter nach außen gerückt. Also bitte nur so kombinieren, so fahren, damit ihr wirklich den kompletten Fahrspaß habt. Ja. Ansonsten passt es. Transmission, The Dream Delivered. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, eigentlich sagt man immer hier, ihr müsst oder ihr sollt uns abonnieren, die Glocke drücken, wie auch immer. Wenn ihr Bock habt, kostet nichts. Wir gucken immer, dass wir regelmäßig ein Video raushauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim Season Opening. 22. April, 10 bis 18 Uhr. Wir haben super viele Händler da. Yeti ist da mit Testbikes. Focus kommt, soweit ich das weiß. Makov ist da. Ja, wie auch immer. Wir haben mega viele Sachen. Wir haben auch noch einen Trailer. Das könnt ihr euch auch angucken. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an SRAM. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ne?